bitte. Wir sind mitten in der Digitalisierungszeit und eigentlich gerade erst am Anfang, wenn man das so richtig möchte. Also wir haben darüber diskutiert, ob Digitalisierung und Service zusammenpasst, aber letztendlich sind wir da schon mittendrin und das ist auf jeden Fall etwas, was zusammenpasst. Die Unternehmen verwandeln ihre Wertschöpfungsketten komplett in allen Elementen, in allen Stufen schon mit Digitalisierung. Mhm. Die Kundenbeziehung, das, wovon wir heute Customer Journey sprechen, wird alles digitalisiert und letztendlich wird der Kundenkontakt sehr, sehr stark geprägt von der Digitalisierung. Mhm. Was heißt das konkret? Das heißt, dass der Mensch heute, der Verbraucher, der lebt sehr stark digital, insbesondere mit dem Mobil, mit dem Smartphone, sind seine Informationen, seinen Kontakt auch zu einer Versicherung natürlich sehr, sehr stark digital geprägt. Richtig. Ich denke, bei Ihnen sieht das genauso aus. Absolut, absolut. Wir befinden uns mitten in diesem Prozess der digitalen Transformation. Wir sind ja ein Unternehmen im Gesundheitsbereich und gerade in diesem Gesundheitsbereich merkt man halt an allen Ecken und Enden zurzeit, wie neue Initiativen starten, die sich dieses Themas bedienen. Und für uns ist natürlich ganz wichtig, hier nicht nur sozusagen zuzuschauen, sondern auch als die Techniker maßgeblich auch Maßstäbe mitzusetzen. Und ja, wir haben uns es zum Ziel gesetzt, tatsächlich in den nächsten Jahren eine deutliche digitale Transformation durchzuführen. Und das heißt zum einen, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Und Sie haben schon ganz deutlich gesagt, die Kunden haben heute in ihrem Lebensmittelpunkt ganz stark das Thema Digitalisierung. Und ganz flapsig ausgesprochen, wir müssen es halt schaffen, so eine große Kasse wie die Technikerkrankenkasse auf so ein kleines Gerät, ja wie das Smartphone zu bringen. Ja. Dass am Ende des Tages die Kunden die Möglichkeit haben, tatsächlich mit dem Smartphone viele Services tatsächlich zu nutzen, die sie heute analog nutzen. Und die dann in Zukunft auch, und ich sage ausdrücklich auch, nutzen können mit digitalen Endgeräten. Wobei eins ganz deutlich ist, wir wollen damit die analoge Welt gar nicht abknipsen, sondern wir wollen im Grunde genommen nur einen weiteren Kanal öffnen. Also wir sprechen von Google von mehreren Revolutionen, wenn man so möchte. Ja. Und Mobile ist gerade eine davon. Mhm. Und wir sprechen von den magischen Momenten, weil das ist ja genau das, was stattfindet. Der Mensch lebt offline, der lebt analog und verbindet sich natürlich mit diesen digitalen Möglichkeiten, die er hat. Und das sind aber ganz kleine magische Momente, in der eine Situation entsteht, wo sozusagen das Digitale sich mit dem Analogen auch verbindet. Und genau dem Kunden in diesen Momenten auch richtig anzusprechen, ist das natürlich das, wo es sehr, sehr spannend wird für Unternehmen, den Kunden richtig zu erreichen. Wir sehen aber auch, dass die Komplexität in einem Zusammenhang mit den Möglichkeiten steht. Das heißt, dass man sozusagen auch viele dieser Elemente auch nur richtig bespielen kann durch eine erhöhte Automatisierung. Und zu gut und letzt ist es natürlich auch das bewegte Bild in dieser digitalen Welt, ist natürlich das Dritte, was uns eigentlich schon gerade hier und jetzt bewegt in der Digitalisierung, aber uns natürlich auch in die Zukunft begleiten wird. Also ich finde den Aspekt, den Sie gerade genannt haben, ganz interessant, nämlich auch der Automatisierung. Nehmen wir mal ein klassisches Beispiel. Heute ist es so, dass ein Kunde, wenn er eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung hat, sie in der Regel dann halt abreißt oder beziehungsweise vom Arzt bekommen, dann in den Briefumschlag packt, ja, eine Briefmarke irgendwo noch sucht, sofern er noch eine findet zu Hause, beschriftet und an uns zur Kasse schickt. Ja. Ansonsten in seiner digitalen Lebenswirklichkeit kennt er das bei vielen Unternehmen, dass er einfach nur ein Foto macht, ein Upload und losschickt. Ja. Und das ist sozusagen genau da, wo wir hinwollen. Wobei, und das ist dann ganz wichtig, dass wir die ganzen dahinterliegenden Prozesse auch alle abgebildet bekommen, so dass wir praktisch auch eine volle digitale Integration haben der Themen, die wir uns vorstellen. Und dazu gehören beispielsweise auch Self-Services. Also soll heißen, dass der Kunde selber digitale Services halt nutzt. All das wollen wir digitalisieren und das so kundenfreundlich wie möglich. So stellen wir uns das vor. Ich glaube, das passt sehr gut, weil wir sehen ja letztendlich, dass viele Unternehmen kommen bisher von dem Ansatz, den Omni-Kanal-Kunden und das Omni-Kanal-Service-Angebot aufzustellen, haben aber bisher häufig den Kunden sozusagen sehr stark in seinen unterschiedlichen Kanälen einsortiert. Mhm. Was Sie aber beschreiben, ist jetzt sozusagen letztendlich das, dass der Kunde in jeder Situation seinen Kommunikationsweg auch selber wählen kann, je nachdem zu dem, was die Situation und das Thema gerade befasst. Exakt. Oder vielleicht auch in der Situation, in der er gerade in dem Moment ist. Ich fand das eben einen sehr interessanten Aspekt, als wir über die Kanäle gesprochen haben, weil in der Tat es ja
in diesem sensiblen Gesundheitssektor doch auch ganz unterschiedliche Anlässe geben kann. Es ist halt so, dass es vielleicht für einfachere, routinemäßige Prozesse schon ein großer Vorteil ist, wenn ich einfach schnell die digital erledigen kann und ich bin die Sachen dann halt einfach auch los und habe sie erledigt. Es gibt aber auch Anliegen, immerhin arbeiten wir mit dem Thema Gesundheit, ein sehr sensibles Thema, wo die Leute natürlich auch den analogen, sprich den persönlichen Kontakt haben wollen. Deswegen bei uns gibt es viele, die schon auch die Angst haben, wir machen aus der Techniker Krankenkasse jetzt eine Direktkasse. Es gibt uns nur noch virtuell im Internet, aber das wird definitiv nicht der Fall sein. Aber in der Tat, wie gesagt, in der Ausgewogenheit und in der Möglichkeit, halt verschiedene Optionen zu wählen. Und deswegen gehen wir an dieses Thema beherzt dran, aber wir werden auf keinen Fall sozusagen das vergessen, was uns auch groß und stark gemacht hat, nämlich einen persönlichen, engen, vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Kunden zu haben. Und Marktforschung zeigt auch, dass es genau das ist, was die Kunden wollen, in diesem Zusammenspiel. Es ist ja auch keine Entweder-Oder-Diskussion, ob digital oder analog, sondern das ist ja sozusagen die beste Möglichkeit, das und für den Kunden und den Konsumenten hinzubekommen. Wo die Herausforderung liegt, ist ja natürlich genau, wie man das von Anbieterseite, von der Techniker-Krankenkasse-Seite das auch so orchestriert bekommt, dass es alles eine Wahl des Konsumenten ist. Dass er selber entscheidet, wann und wo und wie möchte er das haben. Richtig. Dass Beratung nicht nur analog ist, sondern Beratung kann auch digital sein. Und die Herausforderung wird ja nicht weniger. Das heißt, wir bekommen ja neue Kanäle dazu über unterschiedliche Wege und die Innovationen kommen schneller und schneller. Ich gebe noch mal ein anderes Beispiel. Großes Thema sind Bonusprogramme. Ja? Also Bonusprogramme, dann kriegt man ein Heft zugeschickt. Früher waren das so 20 Seiten und dann hat man da so Stempel reingemacht und dann wurden die maschinell bei uns eingelesen und so weiter. Alles alte Welt. Heute wollen wir zusehen oder wir werden jetzt in Kürze eine App auch in den Markt bringen, indem ich die Möglichkeit habe, beispielsweise solche Tracking-Daten wie bei dir, ja, von der Uhr, die dann dort generiert werden, die Schritte automatisch in die App einzuladen und mit ins Bonusprogramm reinzubringen, auch das Bonusheft wieder zu fotografieren, abzuladen und das alles digital zugänglich zu machen. Also das Thema Daten ist natürlich ein hochsensibles Thema, aber wo ich finde, dass den hohen Anspruch, den wir in Deutschland haben, auch zu Recht da ist und auch gut so ist. Ja. Aber gerade die Inspiration aus der analogen Welt mitzunehmen zum Thema, dass das natürlich alles sein muss, etwas, wo ich als Konsument auch zugestimmt habe. Richtig. Sprich, habe ich es auch erlaubt, möchte ich es auch gerne. Und genauso wie es im alten Direktmarketing war, wo das vielleicht ein ausgedruckter Katalog war, da habe ich auch zugestimmt, ob ich das Angebot auch haben möchte oder nicht. Ja. Von daher dementsprechend ist das ja in der digitalen Welt letztendlich nichts anderes. Mhm. Aber letztendlich ist das ja immer das Entscheidende. Stehe ich mit einem Kunden in einer Beziehung, habe ich auch die Möglichkeit, ihm zu fragen und er kann auch zustimmen und sagen, ob er das möchte. Und das als oberstes Gebot ist, glaube ich, schon etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Ja, das Thema Daten ist ein großes Thema. Deswegen spielen bei allen Überlegungen, die wir zurzeit vornehmen, das Thema Datensicherheit und Datenschutz eine überragende Rolle. Und vor allen Dingen, eins muss klar sein, die Daten gehören immer dem einzelnen Kunden. Das sind seine Daten. Das sind nicht unsere Daten, das sind seine Daten, erstens. Und zweitens, der Kunde muss genau wissen, was passiert eigentlich mit seinen Daten. Ich gebe mal so ein Beispiel, um auch mal so ein bisschen die Angst wegzunehmen. Wie schön wäre es tatsächlich, wenn ich eine App beispielsweise habe und ich kann dann entscheiden, ich muss es gar nicht machen, dass ich sowohl von Informationen, die wir bei der TK haben, als auch vielleicht Daten, die er eingeben will, ich sowas wie eine Gesundheitsakte anlege und ich dann zu einem Arzt gehe und ihm wirklich auch sagen kann, was in den letzten Jahren an Medikamenten oder an Behandlungen oder an Diagnosen da gewesen ist. Etwas, was im höchsten Maße natürlich sowohl die Therapie als auch damit natürlich der Gesundheit zuträglich wäre des Kunden, ist heute nicht möglich. Es ist heute sehr schwierig für viele Ärzte tatsächlich eine Patientenhistorie zusammenzubringen, um dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber auch an dieser Stelle Freiwilligkeit, Transparenz, hoher Datenschutz und das muss in seiner Hand liegen. Also gerade zu dem Thema haben wir natürlich auch eine sehr, sehr hohe Aufmerksamkeit. Jeder kennt uns als die Suche, wo man erstmal nur eine Frage eingibt und man bekommt Antworten. Letztendlich werden wir aber mehr und mehr auch das Thema Assistenz natürlich auch damit weiterentwickeln. Das heißt, man ist vielleicht jetzt nicht mehr als Konsument nur sozusagen zufrieden damit, nur eine Information zurückzubekommen, sondern man möchte auch wirklich die Möglichkeit haben, eine Frage zu stellen und dann richtig die Antwort zu bekommen. Also dadurch entwickelt sich die Digitalisierung ja auch mehr und mehr in Richtung, dass man assistiert und man ist Assistenz. Und in der Rolle ist natürlich die TK natürlich jetzt auch. Das Service ist ja dann auch gleichzeitig eine Maßschneiderung der Edukation und der Angebote. Richtig.
Und das wäre natürlich eine schöne Entwicklung, die Kasse dann einfach schneller, ein bisschen sexier macht und gleichzeitig noch hilft, gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Das ist eigentlich genau da, wo wir hinwollen. Deswegen diese Digitalisierungsoffensive hat auch schon stark das Ziel, natürlich auch Wettbewerbsvorteile zu generieren, um zu sagen, wir als die Techniker, ja, die auch gerade in dem Namen steht, Techniker halt drin, und ein bisschen deutscher Ingenieurgeist, das wollen wir jetzt halt auch bei dem Thema Digitalisierung unter Beweis stellen und unseren Kunden zugänglich machen. Und Digitalisierung ist ja nicht nur eine Herausforderung, sondern es bietet ja auch ganz, ganz viele Chancen. Ja, absolut. Weil gerade die Techniker-Krankenkasse hat ja gerade das Medium YouTube als soziales Medium sehr früh auch verstanden und auch genutzt. Und wenn man generell da drauf guckt, da ist noch so viel Potenzial, wie man da den Kunden helfen kann, die Informationen zu finden und auch wirklich die richtige sozusagen Beratung auch dort in einer anderen Form zu bieten. Möglichkeiten, die es in der analogen Welt in der Form, in der Skalierung überhaupt gar nicht möglich waren. Das stimmt. Gerade wo du Zukunft sagst, ist ja ein ganz spannender Aspekt. Ich habe gerade mal zurückgeguckt, das erste iPhone ist 2007 in den Markt gekommen. 9. November habe ich heute, glaube ich, nachgelesen. Also keine 10 Jahre gibt es das iPhone und bestimmt ja maßgeblich heute unsere digitale Wirklichkeit. Was meinst du denn, wo stehen wir denn in weiteren 9 bis 10 Jahren? Ja, über die Zukunft kann man natürlich immer viel spekulieren und gerade in der Digitalisierung ist das unglaublich schwierig mit den sehr schnellen neuen Innovationen, die da kommen. Also wir werden uns auf jeden Fall ganz viel und mehr beschäftigen mit dem Thema Mobile, auch weiterhin mit dem Thema Video. Und womit wir uns aktuell gerade viel befassen, ist das ganze Thema maschinelles Lernen. Mhm. Also sprich, wie entwickeln wir uns stärker in Richtung die Unterstützung und als Assistent und nicht nur reine Informationssuche und Antwort, sondern auch stärker Antworten zu geben und das auch sehr bezogen auf die Person, die das sucht. Mhm. Wenn ich mal ein paar Jahre nach vorne schaue, denke ich, dass das Thema Informationsqualität eine große Rolle spielen wird. Wir achten stark darauf, dass wir die Inhalte, die Kunden bei uns auch suchen, tatsächlich kuratieren, dass wir stark auf Qualität der Inhalte letztendlich setzen. Einmal in Bezug auf allgemeine Informationen, ja, also was kann mich so gesünder machen, ja, was ist in Richtung Ernährung oder Bewegung für ein wichtiges Thema, aber auch natürlich bei den Themen, wir wissen, die meisten Leute, die auf unsere Webseite kommen, haben irgendwie ein Serviceanliegen und heute kriegen die dann teilweise, wenn sie einen Suchbegriff eingeben, 20, 30 Informationen, aber sie wollen eigentlich nur eine haben und da denken wir auch sehr stark, ein wichtiges Thema, die ganzen Inhalte auch von unseren Kunden hier, um dort die richtigen Inhalte dann auch zu produzieren, das ist ein weiterer Schwerpunkt, den wir dort sehen. Und ansonsten glaube ich, dass das ganze Thema Internet der Dinge eine große Rolle spielen wird. Wir werden alle möglichen Themen sehen, die irgendwie digital miteinander vernetzt sind. Vielleicht gibt es in einigen Jahren und die ersten Vorläufer gibt es schon auch Schuhe letztendlich, dann Laufschuhe, die mit Sensoren ausgestattet sind, die wiederum Informationen geben. Das Ganze wird alles in dieses Thema in Anführungsstrichen Big Data so ein bisschen reinfließen. Ja, also wie schaffe ich dann Logiken zu generieren, die mir dann nützliche Hinweise geben. Aber dieser Thematik werden wir uns auch intensiv widmen, aber immer, wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass wir immer, sobald es um das Thema Daten geht, sehr vorsichtig sein werden.